Und damit willkommen zurück in Thief Simulator. Ja, wir haben gerade ein Bruch gemacht. Und wir wollen mal gucken. Alter, was? Der scheiß Controller? Oh, wir haben hier wieder. Nee, ich muss erstmal zurück. Wir haben eine Kette geklaut. Ich muss erstmal die zerlegen. Das gibt wieder 800, glaube ich. Oh, in die Rich Street können wir jetzt auch fahren. Das ist ja witzig. Es gibt also doch noch ein bisschen mehr als nur dieses Greenview Viertel. Wir haben es genug terrorisiert, würde ich mal sagen. So, erstmal gucken, was die Bay haben möchte. Na, guck mal, die Glastassen da. Zack, haben wir. So, jetzt zerlegen wir das Juwel. Was ich gefunden habe. So. Und jetzt fahren wir eine Pfandleihe. So wie es aussieht, gibt es wahrscheinlich auch noch mehr, weil Pfandhaus ist nämlich auch ganz oben. Aber wir haben es echt schon ziemlich weit geschafft hier. Welcome back. Hallo Heiko, wie geht's dir? Ich hab was for you. Alter Schwede. Was ist die Vase wert? Die war im Tresor. Die wollte ich fast nicht mitnehmen. Der scheiß Controller ist auch 200 wert. Ich verkaufe das nicht, lösche es und wir reden weiter. Wow, 1500. Okay, dann kommt das auch wieder in Tresor. Warte mal, bevor wir das in Tresor packen. Ich packe das hier erstmal genauso wie den Eingangsschlüssel. Jetzt fahren wir in die 101 und werden da mal eine Kamera positionieren. Junge, 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 das Verbrecherleben ist echt nicht einfach. Tür lassen wir offen, Kofferraum machen wir auch mal auf. You know to wipe a mobile, right? See that you do. Was? So, 101. Stiehl das Tablet mit wichtigen Daten. Okay. Oh cool, wir können das lernen. Sehr geil. Entferne Sicherheitsmechanismen von Gebäuden mit Hacking-Werkzeugen. Schalte Sicherung ab. Jawoll. Was brauche ich dafür? Wahrscheinlich brauche ich dafür ein Hacker-Ding. Ich glaube, wir müssen nochmal. Ich glaube, ich komme anders nicht in die Bude rein. Wir fahren nochmal schnell. Und köfen unsere Sachen, die wir brauchen. Ich brauche bestimmt irgendein Hacking-Tool oder so. Jo. Können wir sogar kaufen. Flaschenhalter haben wir Hacking-Werkzeug. Das ist immer nur eine Festplatte. Mikrokamera. Die kostet nur 700. Cool.
Das Fernglas kostet auch nur 1000er. Dann würde ich sagen, wir kaufen jetzt mal das Hacking-Tool. Bam. Hacking-Werkzeuge. Benutze dieses Tool, um Sicherheitseinrichtungen und Geräte zu entfernen, bevor du dies verkaufst. Ja, Mann! Geil! Tablet! Tablet! Jetzt holen wir das andere. Money, money, money. So, auswählen. Alter, wie geht das? Was soll ich hier machen? Ah, okay. Wo ist denn das Ziel? Da ist das Ziel. Nee. Da müssen wir anders vorgehen. So zum Beispiel. Okay, und das noch. Tada! Geknackt. Ja, geil. Das macht Laune, Alter. Ey, Entwickler. Super. Also, das finde ich echt, das finde ich cool. So, jetzt können wir die Scheiße nämlich auch verkaufen. Geil. Aber jetzt fahren wir erst nochmal vom Pfandhaus. Und verkaufen die beiden Sachen nochmal. Jetzt bin ich aber gespannt, wie ich denn mit dem Hacking-Pad an die Kamera komme. Das würde mich nochmal interessieren. Welcome back. Hallo. So, es gibt einmal 900 und es gibt einmal 600. So, zack. Läuft, Digga, läuft. Dieses Spiel mag ich gerade immer mehr. Ey, krass. Jetzt bin ich mal gespannt, wie ich in dieses Haus reinkomme. Und die Kamera. Wahrscheinlich muss ich einbrechen und dann die Kamera abschalten. Jetzt nur die Frage, wie kommen wir hier rein? In Fort Knox.
So. Ich muss mich verstecken. Alter. Scheiße, ey. Wer hat mich denn da jetzt überhaupt gesehen? Ich hab doch das Ding zugehabt. Steh ich nicht. Ah, scheinbar das. Die Tür, wegen der Tür. Na, okay. Scheiße, Mann. Aber wir haben gut Beute gemacht. Wir können mal kurz gucken, was wir so haben. Wir haben eine schöne Gitarre. Wir haben eine normale Gitarre. Wir haben ein Tablet mit den wichtigen Daten. Das müssen wir gleich nochmal hacken, glaube ich. Und wir klauen gleich noch das Gemälde. Ich muss halt nur warten, bis El Polizei weg ist. So lange machen wir hier Entspannungspause. Oha. Autodiebstahl, okay, das geht auch. Cool.
geil. So. Freeze! Nein! Fuck, Mann. Wo kommen diese scheiß Polizei denn schon wieder her, Mann? Boah, das ist so schwierig, da reinzukommen, ne? Müssen wir anders parken. So, jetzt machen wir hier auf. Boah, ey. Ich weiß nicht, wo die Typen sind, ey. Ja, das Problem, die haben jetzt das Haus verlassen, die Typen, und haben gesehen, dass das Ding offen ist. Deshalb, ja.
ist das ein bisschen blöde. Ich weiß nämlich nicht, wie die Typen jetzt ihre Routine haben. Das ist das Problem. Aber egal, muss auch so gehen. Wir müssen jetzt einfach mal abwarten, bis die Rennleitung abhaut. Ich weiß, wo noch Schmuck ist. Das will ich auch noch haben. Das Gemälde will ich auch raustragen. Aber nur weil das Ding wieder aufgeschlossen ist, verstehe ich halt nicht, warum jetzt die voll die Panik schieben. Und rufen dann die Polizei. Das ist, nee, da ist noch wer im Haus. Und da ist er auch gerade gegangen. Den will ich aber irgendwie mitgehen lassen. Scheiße, Mann, weg hier. Woher wissen denn die Leute, dass das Hausfriedensbruch ist, Mann? Ihr Spacken. Jetzt mal ehrlich. Ja, Davy dämlich wahrscheinlich, oder? Ja, Mann. Egal, wir haben einiges mitgehen lassen. Wir haben das Tablet gefunden, wir haben noch zwei Smartphones dabei und wir haben sogar noch zweimal Armbänder, glaube ich. Ja. Winnie Junge. It's time to check your hacking skills. Make sure you buy the right tools. Habe ich doch schon.
So, sollen wir erstmal hier das Armband entkernen? Boah, das ärgert mich, so dass ich den großen Fernseher nicht mitnehmen konnte. Aber wir brechen da nochmal ein, ich schwöre. Die machen wir nochmal fertig. Und ich habe noch eins. So, das hätten wir auch. Dann hätten wir da oben mal die ganzen Sachen, die ich noch habe. Und gucken erstmal, ob wir hier noch was verkaufen können. Nö, die Gitarren auch nicht. Das heißt, okay. Jo, dann hacken wir erstmal das. Nee. Nee, ich muss hier irgendwie gerade kommen. Das ist doof. Warte mal. Puzzli, Puzzla, Alter, fuck. Im Endeffekt müsste es so sein. Das ist echt doof gerade. Weil so. Dann muss es von hier kommen. Aber das geht nicht. Dann müsste es so. Ah ja, pass mal auf. Dann so. So ist offen. Jo, jetzt holen wir das mit den wichtigen Daten. Okay. Nee, da ist Sackgasse. Dann halt so. Yo, Winnie, Junge, was kann ich für dich tun? Good work. At this rate, we'll be done with you in no time. Now, send me the tablet on Black Bay. Ja, warte, ich muss noch was hacken hier. Zack, offen. Wir werden besser. So, dann senden wir mal Winnie das Tablet über Black Bay. Ja, Mann. Winnie, was kann ich für dich tun? You know they buy car parts on Black Bay, right? But you gotta skill up if you want something to sell. Lerne Autodiebstahl. V1.
Cool. Autoteile entfernen, Autos ohne Alarmanlage stehlen. Haha. Wir haben 2 Punkte. Dann würde ich sagen, hier nochmal mehr Platz im Rucksack. Zack. Jo. Winnie, Junge! It's best to learn from practice. I know an old car you could bring in. You know, for maintenance. Auto kurz schließen. Ältere Autos können kurz geschlossen werden. Zuerst musst du die Elektronik unter dem Lenkrad überprüfen, dann die beiden richtigen Stecker mit dem Kabel verbinden. Cool. Gut, wir fahren jetzt nochmal zur Pfandleihe. Verkaufen unseren Kram, was wir noch haben. Und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei und ja. Dann geht es in der nächsten Folge mit dem Autodiebstahl weiter. Welcome back. Hallo Heiko, Junge. Alter Schwede. 1200 für das Samsung. Entsperrt. Ja, Mann. Danke. Gut. Ja, Freunde. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. In diesem Sinne, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao, ciao.